Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video. Und zum Ende von FIFA 17 dachte ich mir, komm, ich mache nochmal einen Foot Draft. Beziehungsweise wir machen jetzt mehrere Foot Drafts und versuchen, unser eigenes bestes Foot Draft zu toppen. Und zwar war mein allerbestes Foot Draft ein 190er Foot Draft. Wir gehen jetzt hier einfach mal rein und beginnen schon mal. Und falls ihr natürlich mehr Foot Draft haben wollt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Ich bin ja jetzt gerade auf der Gamescom und dieses Video ist vorproduziert. Und ja, Freunde, checkt doch gerne noch den Merchandise ab in der Beschreibung, der wirklich extrem gut bei euch ankommt. Danke dafür auf jeden Fall. Und wir gehen hier rein mit der 4-3-3 Formation. Wie gesagt, 190er Draft müsste ich knacken. Das wäre auf jeden Fall absolut krank für mich. Ihr könnt auch gerne mir reinschreiben, welches Draft euer bestes war. Und hier packen wir direkt einfach mal straight away Suarez rein, würde ich sagen. So, let's go, zweiter Spieler. Ich versuche das Ganze auch ziemlich schnell zu machen. Ich will da jetzt nicht so ewig lang rumschnacken, sondern wir rushen das Ganze ziemlich schnell durch. Messi haben wir hier mit dabei, denn ich muss ehrlich sagen, ich feiere das nicht so, wenn Leute so ewig lang rum überlegen bei einem Draft. Deswegen entscheiden wir uns da etwas schneller. Höchst gerateter Spieler wird es hier werden. Passt sogar auch ein bisschen mit Draxler. Dann gehen wir rein zum nächsten. Und da würde ich jetzt eigentlich ganz gerne einen aus der La Liga mitnehmen. Aber ich glaube, wir gehen aufs Rating und gehen ein bisschen Risiko. Und zwar, ja, müssen wir sowieso hochgeratete Spieler kriegen und dann mit der Chemistry halt dann noch irgendwie die 100er Chemie sozusagen voll machen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier so mit diesen Spielern. Gehen wir weiter. Ich versuche natürlich auch mit La Liga hauptsächlich zu gehen, denn La Liga hat halt, denn La Liga Spieler sind halt dann doch ganz gut geratet und da kannst du halt wirklich dann eigentlich von der Chemistry nicht viel falsch machen. So, nächster Spieler hier würde ich jetzt aber doch dann Koulibaly nehmen, auch weil er der höchst geratete Spieler ist und natürlich Serie A haben wir hier auch schon mit dabei. So, nächster Spieler, da nehmen wir den höchst geratetsten Opara, ist natürlich auch eine kranke Karte, ist eine alte FIFA-Legende und hier kommt nochmal eine gute Auswahl. Philipp Lahm passt so ein bisschen rein, passt aber eigentlich nicht wirklich, deswegen nehmen wir Dani Alves, um da eben in die Calcio zu gehen. So, nächster Spieler, oh, Handanovic passt perfekt, jetzt brauchen wir nur noch einen Innenverteidiger aus der guten Calcio. Ah, und da haben wir auf jeden Fall mal den Ersatzkeeper, Holy Macaroni. Da nehme ich einfach David De Gea und somit auch die Premier League. Aber ist auch ein Spanier, das heißt, wenn wir da jetzt in der Innenverteidigung Spanier bekommen, müsste das Ganze auch funktionieren. So, aus der Calcio A haben wir keine Verteidiger am Start, deswegen gehen wir erstmal weiter. Ist hier was aus der Calcio dabei? Nein, deswegen nehmen wir den höchstgeratetsten Spieler. Komm, wir müssen langsam auf die Chemistry achten, ne? Wir müssen langsam auf die Chemistry achten. Verratti 94er ist halt schon ziemlich sick. Muss ich jetzt mal kurz überlegen. So, Premier League in der Mitte. Ja, ich nehme einfach mal Verratti für Draxler mit. Ja, geht eigentlich klar. Wenn wir jetzt dann irgendwie noch einen Italiener als Mittelfeldspieler aus der Calcio A bekommen, so ein Marchisi oder so, wäre das eigentlich perfekt. Und da nehme ich natürlich Perisic. Ich stelle ihn jetzt schon mal rein, das bringt zwar minus Chemistry, aber wir versuchen ja, wie gesagt, über die Calcio zu gehen. Holy shit. Alter, da muss ich Neymar nehmen. Da muss ich Neymar nehmen. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Da muss ich Neymar nehmen. Verdammt, ist das eine geile Auswahl gewesen. Hohes Rating und somit könnte es vielleicht hier direkt beim ersten Versuch schon klappen mit einem sehr, sehr starken Foot Draft. Ich weiß noch nicht, wie viele wir genau machen. Ich würde sagen, wir bauen da einfach ein paar. So, Seri. Oder Immobile, nee, Insigne, haben wir schon Perisic eigentlich. Ich würde sagen, wir nehmen trotzdem Insigne. Schade der nicht, der hat ja auch ein sehr gutes Rating. Nächster Spieler, Mkhitaryan, 90er Rating, passt aber überhaupt nicht rein, aber sonst passt hier auch gar nichts. Deswegen nehme ich den jetzt einfach mal fürs Rating. So, 4 Spieler haben wir noch und wir müssen langsam auf die Chemistry achten. Wir müssen langsam, holy shit, auf die Chemistry achten. Ich muss ihn nehmen. Wir werden aber nicht auf volle Chemie kommen. Aber ein anderer Spieler bringt mir hier leider auch nichts. Und wir haben keine Calcio A-Verteidiger bekommen. Ich bräuchte noch einen Innenverteidiger aus der Calcio. Aber den bekommen wir hier nicht. Dann nehme ich hier Digne oder Jonas. Digne würde jetzt auch nicht wirklich viel bringen. Ich nehme jetzt einfach mal Jonas. Es ist eh, glaube ich, schon egal. Es geht sich, glaube ich, nicht mehr aus. Teilweise kannst du bei den Drafts auch wirklich nichts machen. So, Calcio nehmen wir hier mit, auf jeden Fall. So, letzter Spieler vielleicht nochmal irgendwie einen Calcio-Verteidiger. Das wäre noch wichtig. Forsberg. Ich finde, der schaut aus wie Julian von FGU. Finde ich ein bisschen. Schreibt es mir mal in die Kommentare. So, dann nehmen wir jetzt dann noch,
nehmen wir noch La Liga mit. Dann, ja, gehen wir rein zum Manager und dann würde ich sagen, baue ich das Ganze mal um und versuche dann noch ein bisschen was rauszuholen. Hier nehmen wir auf jeden Fall Calcio A. Ja, da müssen wir Calcio nehmen. 83, Alter, der hat uns richtig viel Chemistry gebracht. Ja, komm, wir nehmen den jetzt einfach mal, probieren noch ein bisschen was umzubauen und dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, eine 98er Chemistry habe ich schon mal hinbekommen. Vielleicht kriegen wir dann noch irgendwie die 100 Chemistry raus. Das wäre extrem wichtig. So, Freunde, mehr Chemistry bekomme ich leider nicht raus. Ich habe es jetzt nochmal ein bisschen umgestellt, aber es ist trotzdem ein 190er Draft und das ist eigentlich extrem stark. Wie gesagt, mein Rekord war auch ein 190er Draft. Jetzt haben wir hier eben auch eins bekommen. Ja, Freunde, ich würde sagen, eines machen wir auf jeden Fall noch und dann gehen wir auch schon direkt rein ins nächste. So, Freunde, nächster Versuch, nächstes Foot Draft. Und wie gesagt, vorhin hatten wir halt 190. Es ging in Ordnung. Wir haben nur leider irgendwie bei der Chemistry gar nichts mehr ausrichten können. Hier muss ich eigentlich, welche nehme ich denn da? Also die ist natürlich mit LS und RS und LS und RS Spieler gibt es nicht so richtig. Deswegen nehme ich die hier, weil dann wird zum Beispiel Ronaldo, wenn er auf LS spielt, nur so 5 oder 6 Chemie bekommen. Hier nehme ich Ramos und nicht Messi. Denn wir schauen hier wirklich, dass wir da vorne die Team of the Seasons bekommen. Oh, nice. Alter, shit, ist das nice. Hier nehmen wir aber Neymar, der linkt natürlich leichter. Beziehungsweise nicht leichter, aber dann könnten wir hier vorne auf Ronaldo hoffen. Alter, was ist das für eine Auswahl? Jetzt noch Messi. Bale. Alter, krass. Oh, und Messi. Okay, da haben wir den 95er. So, was machen wir? Wir nehmen Gareth Bale. Ich gehe auf Risiko. Ich will da noch den Messi bekommen. Den normalen Team of the Season. Alter, was ist das für eine Auswahl? Oh, Rafinha wäre natürlich der Perfect Link. Rafinha wäre der Perfect Link. Und den muss ich nehmen. Den muss ich nehmen, damit hier Neymar auf jeden Fall auf volle Chemie kommt. Dann nehme ich jetzt hier mal den höchstgeratesten. Wobei, dann gehen wir eigentlich hier gleich mit. Na, gehen wir mit La Liga. Gehen wir mit La Liga. Schauen wir schon ein bisschen auf Chemistry. Oh shit, das ist schwer. Da nehme ich jetzt den höchstgeratesten. So, Linksverteidiger, so ein Felipe Luis wäre da ganz nice. Oder ein Marcelo als Team of the Year. Alter, Felipe Luis, 93er Team of the Season. Perfekt passt der da rein. Fucking perfekt. Und hier haben wir dann Bonucci, nehme ich mit, höchstgeratedster Spieler. Sonst passt da keiner so richtig. Und hier nehmen wir dann Carvajal. Wobei, da könnten wir noch den Team of the Season bekommen. Ich nehme lieber Sabaleta und hoffe auf den Team of the Season von Carvajal. Und ins Tor kommt Oblak oder Navas. Und dann nehme ich jetzt Oblak. Und zwar hoffe ich auf eine La Liga, auf einen weiteren La Liga Innenverteidiger. Dann wird nämlich eigentlich da jeder auf volle Chemie kommen. So, dann nehmen wir jetzt noch Lloris mit. Dann gehen wir rein zum nächsten Spieler. Okay, höchst geratet, da komm. Jetzt bitte La Liga Innenverteidiger. Scheiße, da ist keiner dabei. Da ist keiner dabei. Und da nehme ich jetzt auch mal wieder den höchstgeratedsten. Wir versuchen hier wirklich voll La Liga zu machen. Das ist eine gute Auswahl. Komm, bitte. Okay, das sind keine Innenverteidiger mehr. Das ist jetzt Nainggolan. Boah, wen nehme ich da? Das ist richtig, richtig schwer gerade. Ja, nehme ich einfach mal Nainggolan. Aber wir müssen langsam auf die Chemistry achten. So, Premier League, Bundesliga. Da passt halt echt keiner rein. Da passt halt echt keiner rein. Scheiße, scheiße, scheiße. Nächster Spieler kommt, da muss jetzt irgendwer passen, Alter. Insigne passt auch nicht wirklich. Was machen wir, Leute? La Liga nehmen wir, La Liga nehmen wir und packen den mal da rein. Ist auf jeden Fall mal gut für dich, Chemistry. So, jetzt hoffe ich wirklich noch auf den Carvajal oder so als Rechtsverteidiger. Da habe ich hochgepokert. Ah, scheiße, sollen wir Bernard nehmen oder Hazard? Ich nehme jetzt mal Bernard auf Safe und gebe den da rein. 92 Chemie, 92 Chemie. Es wird immer besser, es wird immer besser. So, nächster Spieler. Calcio League, das passt alles gar nicht rein. Das passt alles gar nicht rein. 4 Spieler noch. Und wir brauchen einen Innenverteidiger aus der La Liga. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Wir brauchen doch nur einen Innenverteidiger aus der La Liga. So schwer kann das doch nicht sein. Alter, scheiße. Scheiße, scheiße, Leute. Ich habe zu hoch gepokert, glaube ich. 2 Spieler sind's noch. Komm. Bitte, irgendwas aus der La Liga. Da ist was aus der La Liga dabei. Mané auch noch. Aber dann muss ich mit der La Liga gehen. Oh shit, 100 Chemie und 190. Aber wenn wir die Bank noch ordnen, könnte es was werden. Wenn wir die Bank noch ordnen, und das ist noch besser, das ist Mangala. Ja, soll ich den jetzt nehmen oder nicht? Ja, ich nehme den jetzt einfach mal. Ich hätte auch Lallana nehmen können fürs Rating. Aber wir machen das jetzt mal so und ich ordne das Ganze mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, Freunde, auf den Spieler kommt es jetzt an. Wenn wir das tauschen, gibt das kein Bewertungsupgrade. Scheiße, aber wir haben noch den Manager. Wir haben noch den Manager. Und dann können wir vielleicht noch irgendeinen hochgerateten Spieler in die Startelf geben. Ihr seht es hier schon, ich habe Nainggolan auch einfach reingepackt. Wir schauen jetzt mal, was der Manager bringt. Dann nehmen wir jetzt natürlich La Liga mit. Haben wir leider aber nicht bekommen. Deswegen nehmen wir einen Spanier, glaube ich. Ja, nehmen wir einen Spanier. Und dann versuche ich jetzt nochmal was zu ändern. Ihr seht es hier, 190er Draft bis jetzt. Aber vielleicht kann ich noch irgendwie was verändern. Ja, Freunde, mehr als 190 kriegst du hier nicht raus. Ihr seht es, auch wenn ich Nainggolan drinnen habe, bleibt es bei einer 90er Bewertung. Und wenn ich das dann hier tausche, haben wir 100 Chemie. Aber leider halt eben nur ein 90er Rating. Das heißt, es ist wieder ein 190er Draft. Und ich würde sagen, einen letzten Versuch machen wir noch. Und ja, wir gehen rein ins allerletzte Draft. So, es ist soweit, Leute. Das allerletzte Draft, der letzte Versuch, hier nochmal den eigenen Rekord zu brechen und irgendwie einen 191er Draft oder so hinzubekommen. So, nehmen wir jetzt die 3-4-1-2 mit zwei Stürmern oder dann doch die ganz normale hier. Boah, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ich nehme die, die ist leichter zu verlinken. 4-3-3 die normale und die Captains werden Messi 98er. Nehmen wir natürlich direkt mit Stürmer. Überspringen wir, nehmen wir das Rating, oder? Ne, wir nehmen Aspas. Wir nehmen Aspas. Links muss Ronaldo kommen. Okay, es ist Hazard. Ei, das wird von der Chemistry schon mal ganz, ganz schwer. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall auch nicht wirklich was Gutes dabei. Castro 84er Rating ist da noch der Beste. Und da gehe ich jetzt auf jeden Fall mal in die La Liga rein. So, nächster Spieler kommen. Das ist nicht gut. Das ist... Ach du Kacke, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was ist das für eine Auswahl? Marcelo. Jawohl. Marcelo, Team of the Season. I'll take that. Oh shit. Godin. Nehme ich auch mit. 96er. Nächster Spieler. Ah, da ist jetzt keiner aus der La Liga dabei. Deswegen gehe ich mit dem höchstgeratetsten Spieler. So, Rechtsverteidiger kommen. Was ist das für eine Auswahl, Leute? Was ist das für eine schlechte Auswahl? Premier League, komm. Nehme ich jetzt einfach mal. Nächster Spieler. So, komm, jetzt nehmen wir hier Gianluigi Buffon oder Asensio. Oder, Alter, wir müssen Buffon fürs Rating nehmen. Wir kommen sonst nicht aufs gute Rating. Kommt bitte irgendwas. Scheiße, jetzt muss ich mich entscheiden. Neuer, nee, ich muss Navas nehmen. Sonst kommen wir hier auf keine Chemistry. So, Innenverteidiger brauche ich einen aus der La Liga. Perfekt, so. Der kommt rein und Navas dann auch. Das sieht schon besser aus von der Chemistry. Aber nur eine 89er Bewertung. Philippe Luis nehme ich. Packe ich auf rechts. Perfekt, so. Wir müssen aufs Rating schauen. Nehme ich mit Dani Alves. Let's go. Geben wir hier rein. Bringt ein bisschen was wegen Marcelo. So, weiter. Oh, das ist eine gute Auswahl. Robben, De Bruyne, Cuadrado, Gaetan, Alonso. Scheiße. Was nehme ich? Ich müsste eigentlich Gaetan nehmen für die Chemistry. Oder ich nehme halt De Bruyne fürs Rating. Wir sind halt noch nicht beim vollen Rating. Nee. Ich muss riskieren. So Leute, ab hier ist leider meine Facecam ausgegangen. Ich kommentiere das jetzt mal ohne weiter noch. Dann haben wir nämlich Ronaldo jetzt am Start. Das ist perfekt, der passt perfekt rein. Ich bin froh, dass ich nicht Gaetan genommen habe. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass die Facecam jetzt ausgegangen ist. Aber da ist der Speicherplatz von der Speicherkarte jetzt einfach voll. Hier haben wir noch Neymar. Alter, das müsste sich jetzt ausgehen. Komm, jetzt nur noch auf die hochgerateten Spieler. Alexandro, komm, bitte, das müsste mein Bestes sein. Das müsste mein bestes Footdraft werden. Insigne 86, nächster Spieler. Coutinho 88, perfekt. Nächster Spieler, komm, irgendwas hochgeratetes. Candreva 85. Die Bewertung bleibt auf der 90 und dann haben wir noch einen 87er. So, let's go. Ich mische das Ganze mal durch und wir hören uns gleich wieder. Oh shit, Leute, ihr habt es gerade gesehen. 91er Footdraft. 91er Footdraft von der Bewertung her. So, nächster Tausch. Wir gehen hier rein. 84. Insigne nochmal tauschen. Und jetzt schaue ich noch, ob ich irgendwas noch ändern kann, um das Rating zu pushen. Und ansonsten holen wir uns gleich den Manager. Ja, komm, wir holen uns den Manager. Irgendwas aus der La Liga. Jawohl. Und da ist das Ganze geschafft. 191er Footdraft. Vielleicht kann ich es noch irgendwie pushen auf eine 192. Aber ich glaube nicht. 191 müsste das Maximum sein.
ich versuche ja nochmal irgendwie zum Beispiel den Stürmer oder so zu ändern, dass wir da vielleicht noch irgendwie Chemistry rausbekommen, aber wir haben eigentlich keine La Liga-Spieler mehr auf der Bank. Das heißt, das Ganze dürfte, glaube ich, nicht mehr wirklich möglich sein. Ne, ich glaube, da ist nicht mehr viel möglich. Ja, 191er Foot Draft, sehr, sehr nice, dass wir es noch geschafft haben. Also somit dann ein neuer Rekord für mich selber. Ja, Freunde, falls ihr Foot Draft öfter sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt den Merchandise in der Beschreibung ab. Ich bin gerade auf der Gamescom, das heißt, dieses Video ist vorproduziert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt immer High Hopes und ciao.